Ja, sehr verehrter Herr Präsident, lieber Herr Professor Strohschneider, sehr geehrter Herr Professor Brenzel, Herr Professor Hippler, Frau Professorin Wintermantel, Herr Professor Kempen, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Nimtsch, sehr geehrte Festversammlung und natürlich sehr geehrte Damen und Herren des Deutschen Bundestages und des hiesigen Landtages. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung zu dieser Jubiläumsveranstaltung und darf Ihnen auch die Grüße der Kolleginnen und Kollegen in der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz verbringen. Hinter vielen von Ihnen liegt heute schon ein anstrengender Tag. Sie alle freuen sich auf einen unterhaltsamen Abend. Mag sein, dass ich aus diesem Grund ausdrücklich gebeten wurde, nur ein kurzes Grußwort zu halten, mit der Betonung auf kurz. Weil auch ich mich auf das folgende Programm sehr freue, werde ich mich gerne daran halten. Dennoch ist es mir natürlich wichtig, zum Leibniz-Preis einige Anmerkungen zu machen. Zunächst feiern wir heute nämlich ein ganz besonderes Jubiläum. Dass der Leibniz-Preis noch über 30 Jahren als bedeutendster deutscher Forschungspreis gelten würde, hätte 1986, wenn man eben ein bisschen über die Geschichte gehört, wohl kaum jemand vorhersagen wollen. Dass dies möglich war, liegt insbesondere natürlich an der Exzellenz der mittlerweile 42 ausgezeichneten Forscherinnen und der 325 Forscher, also insgesamt 367. Ihre Leistungen und der Nimbus, dass nur wenige herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überhaupt in die engere Auswahl für diesen Preis kommen, ja in der Tat, das macht diesen Preis so bedeutend. Eine Leibniz-Preisträgerin, es war Professorin Christiane Nüßlein-Vollhardt, und 6 Preisträger erhielten den Nobelpreis, zuletzt im vergangenen Jahr im Fall von Professor Stefan Hell, den Nobelpreis für Chemie. Und der glückliche Zufall will es, dass ich gerade vorgestern neben ihm gesessen habe, als der DHV seine Wissenschaftsgala in Mainz hatte. Die finanzielle Förderung und die große Freiheit bei der Verwendung der Mittel, von der die Leibniz-Preisträger profitieren, finden Niederschlag im Forschungserfolg und in der Publikationsliste. Aber, und das liegt natürlich in der Natur der Sache, die finanzielle Förderung ist eine Förderung auf Zeit. Langfristig und für die Ausgezeichneten nachhaltig wirksam ist die hohe Reputation, die mit diesem Preis verbunden ist. In beiden Punkten hat der Preis die Erwartungen, die Bund und Länder mit der Schaffung des Leibniz-Preises verbunden haben, mehr als erfüllt. Und ich freue mich ganz besonders auch, dass so viele Preisträgerinnen und Preisträger der letzten Jahre heute Abend hier sind, weil sie damit schließlich auch ihre Verbundenheit zu diesem besonderen Preis zum Ausdruck bringen. Viele von Ihnen hatten heute bereits Gelegenheit, sich über den Preis und seine Wirkungen auszutauschen und die letzten Jahrzehnte auch Revue passieren zu lassen. Dazu ist natürlich dieses Jubiläum heute ein willkommener Anlass. Dass es durchaus erforderlich ist, auch das Erfolgreiche von Zeit zu Zeit in Augenschein zu nehmen, zeigt nicht zuletzt die diesjährige Preisverleihung. Denn die Zahl der möglichen Preisträger konnte erstmals nicht ausgeschöpft werden und überdies war wieder einmal keine Frau unter den Preisträgern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie werden mit mir übereinstimmen, dass Exzellenz weder so dünn gesät noch auf ein Geschlecht konzentriert ist, selbst bei einer Momentaufnahme, wie sie die alljährliche Vorschlagsrunde darstellt. Gerade nach 10 Jahren Exzellenzinitiative steht die Wissenschaft in besonderer Verantwortung, die Chancen, die der Leibniz-Preis bietet, angemessen zu nutzen, die Chance zur selbstbewussten Darstellung des reichen Schatzes exzellenter Forschung und zur Auszeichnung der klügsten Köpfe. Ich wünsche mir, dass insbesondere die Vorschlagsberechtigten in Zukunft vielleicht noch sorgfältiger nach exzellenten Forscherinnen und Forschern in ihren Reihen suchen. Die provozierende Frage, ob Spitzenforschung männlich ist, wird ja heute Abend noch ein Thema sein. Auf diese Diskussion bin ich ganz besonders gespannt. Das Leibniz-Programm zählt rein finanziell sicherlich nicht zu den größten Bausteinen in der Forschungsförderung von Bund und Ländern. 25 Millionen Euro verglichen mit knapp 13,5 Milliarden Euro für die gesamte gemeinsame Forschungsförderung nach Artikel 91b Grundgesetz allein in diesem Jahr. Soweit die Zahlen. Gerade der Leibniz-Preis zeigt aber, der Wettbewerb zeigt aber, dass man auch mit vergleichsweise wenig Geld Erhebliches bewirken und bewegen kann.
Und der damalige Bundesforschungsminister, er wurde eben schon angesprochen, Heinz Riesenhuber, sprach in einem Bundesratsausschuss 1984 deshalb auch zu Recht vom Signalcharakter des Geldes. Sie merken, der heutige Tag wurde zum Anlass genommen, einmal ins Archiv hinabzusteigen, und da wurde auch Erstaunliches gefunden. Skeptiker nämlich von damals hätten sich den Erfolg des Preises nicht träumen lassen. Findet sich doch die Aussage, man glaube nicht, also Betonung auf nicht, dass man durch die Schaffung eines weiteren Topfes plötzlich wieder Nobelpreisträger hervorbringen werde. Dass dies durch die Realität mit gleich 7 Nobelpreisträgern, ich habe es schon erwähnt, aus den Reihen der Leibniz-Preisträgerinnen und Preisträgern eindrucksvoll widerlegt worden konnte, das freut uns. Wir sind stolz auf das gemeinsame Erreichte und wir freuen uns über den großen Erfolg. Gleichzeitig richten wir natürlich unseren Blick nach vorne, auf die nächsten 30 Jahre mindestens. Ich bedanke mich herzlich bei allen, die zum Erfolg des Preises beigetragen haben. Aber bevor ich zum Schluss komme, möchte ich doch noch ein Thema ansprechen, das mir wirklich wichtig ist und hochaktuell. Denn wenn wir den Blick nach vorne richten, dann führt an diesem Thema meines Erachtens kein Weg vorbei. Es ist eine zentrale Herausforderung, der wir uns hier gemeinsam stellen müssen, nämlich verlässliche und planbare Karriereperspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs zu schaffen. Diese Aufgabe steht ganz weit oben auf der Agenda der Wissenschaftspolitik von Bund und Ländern, und sie wird glücklicherweise auch bei den Hochschulen und den Forschungseinrichtungen und bei den Wissenschaftsorganisationen als eine, wenn nicht sogar die wesentliche Herausforderung der kommenden Zeit gesehen. Ich hoffe sehr, dass wir in Kürze konkrete Initiativen aus Berlin erwarten dürfen, Stichwort Wissenschaftszeitvertraggesetz. Aber wir stehen natürlich auch als Länder ganz maßgeblich in der Verantwortung zu handeln. Und hier gibt es bereits zahlreiche vorbildliche Initiativen. In Nordrhein-Westfalen, lieber Thomas Grünewald, da sitzt er, hat die Landesregierung Maßstäbe gesetzt und guter Arbeit Gesetzesrang verliehen. Auch Hamburg schafft bessere Beschäftigungsbedingungen auf gesetzlichem Weg, flankiert durch weitere Vereinbarungen, die mit den Hochschulen erarbeitet werden. In Rheinland-Pfalz haben wir kürzlich Vergleichbares gemacht. Jede Hochschule wird in Eigenregie bis Ende 2015 Leitlinien für gute Beschäftigungsbedingungen erarbeiten und dabei neben den Hochschulgremien natürlich auch die örtliche Personalvertretung und Gleichstellungsbeauftragten beteiligen. Eine Kommission in Baden-Württemberg, deren Vorschläge jetzt umgesetzt werden und die zwischen dem Freistaat Bayern und seinen Hochschulen verabschiedeten Grundsätze, die vor allem Dauer und Umfang von Arbeitsverträgen in den Blick nehmen, zeigen, dass bundesweit viel passiert. Handlungsbedarf sehe ich aber vor allem noch bei verlässlichen Karriereperspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Der Wissenschaftsrat, lieber Herr Prenzl, hat hier zum Sommer gute Empfehlungen beschlossen, die wir als Politik ernst nehmen sollten. Deshalb haben wir mit den rheinland-pfälzischen Universitäten, noch mal ein Beispiel zu nennen, vor 4 Wochen die Zielmarke definiert, dass künftig jede 2. Juniorprofessur mit einer Tenure-Track-Option ausgestattet werden soll. Hier erwarte ich mir auch einen grundlegenden Kulturwandel an den Hochschulen. Dieser darf dann gern neuen Rückenwind erhalten durch einen Nachwuchspakt, wie er vom Bund ganz aktuell auch heute nochmal von Bundesministerin Wanka angekündigt wurde. Wir freuen uns auf diese Diskussion gemeinsam Bund und Länder, weil wir hier einen Schritt weiterkommen wollen. Verzeihen Sie mir diesen kleinen Exkurs in ein wichtiges Thema, aber sofort zurück zum Leibniz-Preis. Ich wurde hier gehalten, kurz zu sprechen. Ich freue mich sehr, bei Ihnen heute hier sein zu dürfen. Ich freue mich sehr auf das ganz, ganz attraktive Programm, was uns gleich erwartet, und danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Uns allen einen schönen Abend. Dankeschön. Applaus